Guten Morgen, liebe Eltern, guten Morgen, liebe Kinder. Herzlich willkommen zu unserem vierten Camp-Tag. Heute am Donnerstag ist auch gleichzeitig der letzte Tag für diese Woche. Wir hoffen jetzt schon mal, dass es euch eine Menge Spaß gemacht hat, dass ihr ordentlich trainiert habt die letzten paar Tage eben über. Und ich denke, ihr seid ordentlich fit geworden. Ich möchte euch noch mal kurz darauf hinweisen, noch mal kurz erklären. Es wird jetzt wieder in der Früh den ersten Trainingsteil geben. Anschließend geht ihr zum Mittagessen und wir werden kurz pausieren. Wichtig dabei ist, dass ihr unten auch auf Pause drückt. Nicht, dass das Video wieder weiterläuft und ihr dann die zweite Einheit nicht mitbekommt. Also bei der beim Mittagessen kurz unten auf Pause drücken. Wenn ihr fertig seid mit dem Essen, kommt wieder zurück. Drückt wieder auf Play und es geht weiter mit dem Mittagsspiel und anschließend mit der zweiten Einheit. Alles klar, wir legen los, es startet. Okay, erster Trick für heute, ziehen Kappen. Ein weiterer Standtrick, den wir benutzen können, wenn der Gegenspieler mit Volldampf auf uns zuläuft. Wir ziehen den Ball einfach nach hinten weg, lassen ihn durchlaufen und kappen dann mit der Innenseite des anderen Beines einfach den Ball wieder zurück. Das Ganze sieht so aus, wir ziehen den Ball nach hinten, lassen ihn durch und kappen zurück. Nochmal das Ganze, ziehen, durchlassen und wieder zurückkappen. So, ein typischer Fehler ist, dass wir den Ball nicht durchlassen, sondern dass wir den Ball einfach nur ziehen und wieder nach vorne spielen. So, da fällt der Gegenspieler nicht besonders drauf rein. Der läuft einfach weiter auf den Ball und hat gar keinen Anhaltspunkt, wo ihr mit dem Ball eigentlich hin wollt. Denn ihr zeigt ihm eigentlich, hier läuft der Ball nach hinten weg, hier wird der Gegenspieler auch hinlaufen. Was ihr tut ist, den Ball in dieselbe Richtung wieder zurückspielen. Hopp, hopp. Fertig, okay? Um das zu üben, wie gesagt, den Ball rechts neben die Klorollen und einfach ziehen, hopp, zurück. Ziehen, hopp, zurück. Ziehen, hopp, zurück. Dann auch mal tauschen. Linker Fuß ziehen und zurück. Ziehen und zurück. Ziehen und zurück. Alles klar? Ihr könnt schon mal loslegen. Ich zeige euch gleich noch einen kleinen Trick dazu. Und los geht's, Felix. So, rechter Fuß nach hinten ziehen, durchlassen und zurückkappen. Sehr gut. Also langsam ziehen, du kannst ruhig langsam ziehen den Ball, ziehen, durchlassen, die Füße tauschen und mit der linken Innenseite den Ball zurückkappen. Ja? Und nochmal. Das passt. Ziehen, hopp, sehr gut. Und nochmal, ziehen. Ah. Erst ziehen, dann die Füße wechseln, schön durchlassen und zurückklappen. Genau. So, ziehen, hopp. Okay, ganz kurz Stopp. Ganz kurz Stopp. Ja. So, beim Felix war es jetzt so, der hat eigentlich immer das Bein recht steif gelassen, okay, und hat den Ball dann aus der Hüfte so zurückgespielt. Wir wollen eigentlich das Bein komplett locker lassen, okay? Hüftgelenk, Kniegelenk, kann alles abgewinkelt sein. Das einzige Gelenk, das jetzt arbeitet, ist unser Sprunggelenk, okay? Das heißt, wir lassen den Ball auf links zurückrollen und klappen dann unten mit dem Sprunggelenk gegen den Ball und geben ihm so eine kleine Richtung zurück mit, okay? Also, hopp, locker lassen, nur das Fußgelenk klappt zurück und von links gegen den Ball. Ziehen, hopp, Und andersrum. Linker Fuß ziehen, rechts zurückklappen. Linker Fuß ziehen, rechts zurückklappen. Links und rechts. Felix, auf geht's. Also, ziehen und zurückklappen. Sehr gut. Und wieder ziehen und zurückklappen. Sehr schön. Ziehen, zurückklappen. Jawohl. Und nochmal ziehen, hopp. Jawohl. Letzter Durchgang, hopp, sehr gut. Und die andere Seite auch nochmal. Rechts ziehen, links zurückkappen. Rechts ziehen, links zurückkappen. Rechts ziehen. Ja, genau. Rechts ziehen, links kappen. Rechts ziehen, links kappen.
Okay, gut. Passt? Wir werden das Ganze jetzt in einen kleinen Wettkampf verpacken. Und zwar wollen wir nach dem Ziehenkappen loslaufen, um das Röllchen rum, eine Sohlenwende machen und dann wieder mit Ziehenkappen in die nächste Richtung starten. Schaut so aus. Ziehen, kappen, loslaufen, Sohlenwende, der Ball rollt durch und wir holen den Ball wieder mit rechts. Ziehen, kappen, loslaufen, Sohlenwende, ziehen, kappen, loslaufen, Sohlenwende, nochmal, Sohlenwende links, hopp, ziehen, kappen und fertig. Okay, ihr übt das Ganze jetzt eine Minute lang, dann sehen wir uns wieder und dann spielen wir es im Wettkampf. Los geht's. Kappen, loslaufen, Sohlenwende links, nach vorne weg. Du spielst den Ball. Ja. Also ziehen, kappen, loslaufen, Sohlenwende nach ziehen, kappen, loslaufen, Sohlenwende, ziehen, kappen, loslaufen, Sohlenwende und ziehen, kappen, loslaufen, Sohlenwende, fertig. Klasse, ihr habt alle geübt, eine Minute vorbei, jetzt wird's ernst, wir spielen Schlag den Felix. Schauen wir mal, ob ihr die viermal schneller schafft als er. Auf die Plätze. Fertig und los. Sohle und ziehen, kappen, hopp, Sohle, sehr gut. Ziehen, kappen, los geht's, Sohle und letzter, auf geht's. Kommt Jungs, schlag den Felix. Und stopp. Sehr gut. Okay. Alles klar. So, Felix war super schnell. Wir bauen das Ganze um. Wir spielen das jetzt über die andere Seite. Das heißt, ziehen, kappen, jetzt mit der anderen Sohle zuerst, dann nach vorne, dann die Sohlenwende mit rechts und oben wieder ziehen, kappen in die andere Richtung. Nochmal eine Minute üben. Felix zeigt euch das Ganze und los kann's gehen. Ziehen, kappen. Nach vorne, Sohlenwende rechts. Ziehen, kappen. Nach vorne, Sohlenwende rechts. Ziehen, kappen. Nach vorne, Sohlenwende. Und ziehen, kappen, Sohlenwende. Ziehen, kappen, Sohlenwende. Ziehen, kappen, Sohlenwende. Okay, gut. Alle geübt, Jungs und Mädels, ihr seid wieder bereit. Nächster Wettkampf kann starten. Felix, auf die Plätze. Fertig und los. Hopp, ziehen, kappen, Sohlenwende. Ziehen, kappen, Sohlenwende. Sehr gut. Ziehen, kappen und Sohlenwende. Ziehen, kappen, Sohlenwende und Schluss. Du bist dann fertig. Ja. Ja, genau. Okay, alles klar. Wart ihr schneller als der Felix? Ich denke schon, Felix war gerade lahme Ente. Aber ihr habt es bestimmt richtig schnell hinbekommen. Wir sehen uns gleich zu Trick Nummer 2. Trick Nummer 2, ich baue ihn mit euch gemeinsam auf. Total einfach. Wir nehmen eine Rolle, gehen ungefähr 1, 2, 3 große Schritte nach hinten weg. Nehmen unseren Ball diesmal in die Hand. Das heißt, wir starten hier neben der Klorolle, stoppen den Ball Dropkick, gehen in den Schiebekontakt rein und machen vorne als 1 gegen 1 Trick den Matthews. Okay, Matthews, ein Trick, den wir im kurzen 1 gegen 1 gut gebrauchen können. Das heißt, wenn der Gegenspieler nicht allzu weit von uns wegsteht, den wollen wir jetzt üben und ich zeige euch jetzt, wie er geht. Ball fallen lassen, Dropkick stoppen, auf das Röllchen zu dribbeln und jetzt ist entscheidend, einen Schritt nach links wegzugehen, einen großen Schritt nach links, um den Gegenspieler auf die falsche Fährte zu bringen. Mit dieser Körpertäuschung alleine bringt ihr den Gegner einfach auf die Seite weg und wir umspielen ihn mit der rechten Außenseite. Okay, ziemlich einfach der Trick, aber wir wollen ihn natürlich nachher perfekt beherrschen, deswegen schauen wir ihn uns auch genauer an. Also, Dropkick stoppen, hopp, schieben, weghüpfen und vorbei. Nochmal. Dropkick stoppen, hopp,
schieben, hüpfen und vorbei. So, was würde jetzt im Spiel danach kommen? Richtig, ein Torschuss oder ein Steckpass. Wir können jetzt, damit wir diese Schussbewegung auch noch mit reinbringen, danach eine Schussfinte dran setzen und haben das Ganze dann schön rund verpackt. Nochmal, Dropkick stoppen, hopp, schieben, Matthews vorbei und Schussfinte. Nochmal das Ganze, Dropkick stoppen, hopp, schieben, Matthews vorbei und die Schussfinte. Alles klar? Wir üben gemeinsam mit Felix. Felix, du kannst loslegen, Ball in die Hand nehmen und los geht's. Dropkick, schieben, Matthews, Schussfinte. Genau. So. Und nochmal das Ganze. Dropkick stoppen, hopp, schieben, Ausfallschritt rechts vorbei und die Schussfinte. Felix, schau mal, dass du deinen Schritt nach links ein bisschen übertriebener noch machst. Ja? Je übertriebener, desto besser, desto wirkungsvoller ist die Körpertäuschung und der Gegner geht auf jeden Fall zur Seite weg. Nochmal das Ganze, Dropkick stoppen, sehr gut, schieben, großer Hüpfer nach links und mit der rechten Außenseite schön zur Seite weg schieben. Und nochmal, Dropkick, Schiebekontakt, anhüpfen, weg und Schussfinte. Sehr gut, super. Die Linksfüßer üben das natürlich mit ihrem starken linken Fuß. Das heißt, der Schiebekontakt sollte dann links sein und natürlich der Trick umgedreht. Felix, vielleicht kannst du es auch noch mal für die Linksfüßer zeigen. Also Dropkick stoppen, hopp, schieben linker Fuß und anhüpfen rechts. Weg geht's mit links, Schussfinte links. Nochmal, Dropkick stoppen, schieben, anhüpfen, vorbei, Schussfinte. Alles klar. Für euch wieder Zeit zum Üben jetzt. Wir sehen uns gleich zum Wettkampf. Alles klar, Wettkampf Nummer 2. Wir nehmen diese Trickkombination raus. Probieren Sie jetzt gegen den Felix. Der Felix muss das insgesamt 5-mal gegen euch spielen. Ja? Das heißt, wenn wir hier unten die Schussfinte gemacht haben, einfach nach unten dribbeln, den Ball am Start wieder in die Hände nehmen, nach vorne drehen und wieder von vorne loslegen. 5-mal gegen Felix. Mal sehen, ob ihr schneller seid. Alles klar, macht euch bereit. Felix, bist du bereit? Ja, ich glaube, ich bin bereit. Sehr gut. Auf die Plätze. Fertig und los. Dropkick und gib Gas, Felix. Hopp, nach unten, Schussfinte, dribbeln und wieder in die Hand nehmen. Hopp, hochwerfen, Dropkick, schieben, anhüpfen, vorbei, Schussfinte. Sehr gut und nach Hause geht's. Und auf geht's, Jungs und Mädels. Komm, wer besiegt den Felix? Hopp, Schussfinte raus, klasse gemacht. Aufhalten und nochmal der Vorletzte. Anhüpfen, Matthews vorbei, Schussfinte und der Letzte. So, Jungs und Mädels, wo seid ihr? Dropkick stoppen, schieben, anhüpfen vorbei, Schussfinte nach Hause und den Ball in die Hand nehmen. Jawohl, sehr gut. Okay, 5-mal geschafft. Wie schaut's bei euch aus? Habt ihr Felix geschlagen? Seid ihr früher mit dem Popo auf dem Ball gesessen? Ich glaube schon. Ja? Ja? Schaffen wir noch einen Durchgang? Schaffen wir den Wettkampf nochmal? Ich glaube schon. Ihr macht euch wieder bereit, Felix macht sich wieder bereit. Und los kann's gehen. Auf die Plätze. Fertig und los. Auf geht's, Jungs und Mädels. Komm, wir wollen den Felix diesmal richtig nass machen. Und los geht's. Eins. Und hopp vorbei, Schussfinte. Und Nummer zwei. Matthews vorbei, Schussfinte. Super. Und die drei. Jawohl. Hopp, Dropkick, schieben. Hopp. Und die Nummer 4. Und jetzt kommt der Letzte. Auf geht's, Jungs und Mädels. Komm, Felix ist diesmal richtig schnell unterwegs. Hopp, und der Letzte nach oben. Und perfekt. Sehr gut gemacht. Okay. Sehr gut, Jungs und Mädels. Das war sehr anstrengend. Ich würde vorschlagen, wir gehen schnell einen kleinen Schluck trinken. Sehen uns gleich
mit dem dritten Trick. Alle zurück von der Trinkpause, alles klar. Holt euch mal 2 Toilettenpapierrollen mehr dazu und wir bauen ein kleines Viereck auf. Kann ich helfen? Du kannst gerade nichts helfen, Felix. Okay, Viereck sollte soweit stehen. Wir nehmen unseren Ball und gehen mal an den Start. Wo ihr startet, ist eigentlich ziemlich egal. Hauptsache an einer Seite dieser 4 Seiten. Okay? Wir wollen jetzt den Trick Sohle eindrehen üben. Okay? Dazu dribbeln wir den Ball von der einen Seite auf die andere Seite, halten den Ball auf, drehen uns weg und drehen ein auf die Seite, die gerade noch rechts neben uns war. Also das ging vielleicht jetzt ein bisschen schnell. Wir machen es nochmal. Hier fange ich an, hier muss ich nachher hin. Wir laufen erstmal in das gegenüberliegende Feld, hopp, steigen mit der Sohle drauf, laufen am Ball vorbei und wenn wir vorbei sind, drehen wir uns ein und spielen mit der Innenseite nach drüben. Drüben halten wir dann den Ball wieder auf und es kann von vorne weitergehen. Also, los geht's, Sohle eindrehen, hopp, Sohle eindrehen, hopp, Sohle eindrehen, Sohle eindrehen, fertig. Okay? Das Ganze nochmal in die andere Richtung, damit auch unser Kopf mitkommt. Wir laufen los von vorne. Schieben, Sohle links eindrehen, hopp. Und jetzt Sohle links eindrehen, Sohle links eindrehen, Sohle links eindrehen und aufhalten. Alles klar? Macht das Ganze schön langsam, damit euch nicht schlecht wird. Der Felix macht es jetzt ganz langsam mit euch durch. Und los geht's. Okay. So, schön langsam und loslegen. Schieben, Sohle eindrehen, Sohle eindrehen, Sohle eindrehen, Sohle eindrehen, stopp. Genau. Und wieder von vorne. Ja, ich weiß. Deswegen machen wir hier auch Stopp. Da hinten. Okay. Jetzt andere Richtung, oder? Jetzt in die andere Richtung. Schieben mit dem guten Fuß und jetzt links aufhalten. Sohle eindrehen. Sohle eindrehen. Sohle eindrehen und Sohle eindrehen. Sehr gut. Aha, 2 von 4 abgeräumt. Sehr gut, Felix. Okay, wir bauen das Ganze. Nein, das war nicht das Ziel. Wir bauen das Ganze nochmal neu auf. Gib mir mal den Ball nochmal kurz her. Entscheidend ist hierbei nicht das Tempo, sondern die Grundbewegung des Tricks. Nach dem Aufhalten drehen wir uns einmal um die eigene Achse und spielen den Ball einfach in die schräge Richtung weg. Ja? Ihr könnt euch dabei auch mehr auf eurem Standbein drehen und müsst nicht immer einen großen Kreis laufen. Das macht das Ganze viel einfacher und am Ende auch noch schneller. So, Sohle und eindrehen. Lehnt euch dabei in die Richtung, in die ihr weg wollt und ihr könnt die beiden nächsten Sohlenwänden auch noch viel flüssiger aneinander setzen. So, Sohle eindrehen, Sohle eindrehen, Sohle eindrehen, Sohle eindrehen. Alles klar? Nochmal von vorne, wie gesagt, schön langsam. Genau, rechtes Bein losschieben und Sohle eindrehen. Ohne Röllchen, Sohle eindrehen, super. Sohle eindrehen und Sohle eindrehen, fertig. Das macht nichts. Wie gesagt, das Tempo ist nicht entscheidend, sondern die Grundbewegung. Du ziehst den Ball immer stark in deinen Körper wieder rein, oder? Genau, immer in die Mitte reinschieben. Stopp, stopp. Mit deinem guten Fuß anfangen. Ich habe 2 gute Füße. Genau. Schieben, Sohle eindrehen. Sohle eindrehen. Genau, lass dir schön Zeit. Sohle eindrehen und lass dir Zeit, Sohle eindrehen. Okay, klasse, sehr gut gemacht.
Okay, gut, passt. Okay, weil das Ganze sehr anstrengend ist und wir durch das ständige Drehen leicht die Orientierung verlieren, beziehungsweise uns vielleicht sogar ein bisschen schwummerig geworden ist, ist das jetzt kein Problem. Wir spielen es auch nicht im Wettkampf. Ihr könnt einfach euch nach dem Aufbau einfach mal den Ball rausnehmen und immer nur eine Seite üben. Sohle, eindrehen, fertig. Wir bauen schnell um, dann sehen wir uns zum Trick Nummer 4. Okay, kommen wir zu Trick Nummer 4. Ihr müsst nichts weiter tun, als die hinteren beiden Röllchen einfach weiter nach hinten mitnehmen. Zwei große Schritte reichen dazu. Eins, zwei. Immer schön Abstand halten, Felix. Felix. Ja, Entschuldigung. Stell die Fahne hin und guck zu. Alles klar. Wir starten. Start ist wie gesagt hier. Ihr schmeißt euch den Felix. Gib mir mal dieses Ding. Nein, 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 nein. Doch, gib mal her. Bleib da hinten bitte. Ach so. Ja, okay, genau. So, also für die nächste Übung. Wir nehmen den Ball in die Hand und müssen den Ball Dropkick nach vorne in das nächste vor uns liegende Türchen reinstoppen. Okay? Schmeißt den Ball dazu nicht über euch drüber, sondern leicht vor euch, springt hinterher, so wie wir es vorhin auch schon geübt haben. Und stoppt den Ball mit der Fußsohle nach vorne in das Türchen rein. Was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen den Ball abrupt aufhalten. Okay? So, wir haben schon ganz viele Wendetricks gemacht, haben den Ball dann immer mit der Sohle angehalten oder mit der Fußinnenseite bei der Schussfinte. Jetzt wollen wir abkappen. Okay? Abkappen bedeutet, wir springen nachher mit unserem Führfuß vor den Ball rein und drehen den Fuß so weg, dass unser Knöchel den Ball gleich aufhaltet. So, hochwerfen, Dropkick stoppen, nach vorne reinspringen und kappen. Nochmal das Ganze. Hochwerfen, Dropkick stoppen und abkappen. Ist nicht unbedingt entscheidend, dass sie genau durch dieses Türchen durchkommt. Wichtig ist nur die Bewegung. Hochwerfen, Dropkick stoppen, der Ball wird schnell, hopp, und wir kappen nach vorne ab. Alles klar, ihr könnt es mit links oder auch mit rechts probieren. Schadet nicht, wenn man den Trick auch mit beiden Füßen beherrscht. Lieber Felix, du kannst loslegen und bitte lass die Stange hinten in der Ecke stehen. Ja, ja. Nur einen Ball. Okay, so. Und los geht's. Hopp. Erstmal Dropkick, ja? Dropkick stoppen, sehr gut. Und nach vorne reinspringen. Gut, und nächster. Dropkick stoppen und nach vorne, sehr gut. Der Ball muss gar nicht nach hinten wegrollen dann. Wichtig ist, dass er eigentlich an deinem Knöchel liegen bleibt. Hopp, genau, schon besser. Probier mal den Dropkick ein bisschen schneller zu machen. Sehr gut. Und jetzt. Jawohl, super. Gut so. Stellt euch vor, hinter euch holt euch der Gegenspieler ein und ihr bleibt abrupt stehen mit diesem Trick und könnt den Ball einfach wieder nach Hause oder zur nächsten Anspielstation weiterspielen. Sehr gut. So, zweimal noch. Dropkick, rechter Fuß, hopp. Und sehr gut. Jawohl, klasse gemacht. Nochmal das Ganze. Dropkick und nach Hause. Jawohl, alles klar. Gut, kleine Variante. Jetzt haben wir den Ball immer so Dropkick gestoppt, mit der Fuß. Lass die Stange stehen. Jetzt haben wir den Ball immer Dropkick mit der Fußsohle nach vorne gestoppt. Jetzt wollen wir das Ganze in einer kleinen Drehung und mit Springen den Ball machen. Okay? Ihr erinnert euch noch an die Schussfinte. Der Trick ging so, dass ich meinen Schuss antäusche und den Ball nach hinten zurückspiele. So, das Ganze können wir auch mit springendem Ball und in Form eines Dropkicks probieren. Okay? Dazu nehmt ihr den Ball, schmeißt ihn nach vorne, lasst ihn einmal aufkommen und jetzt probiert ihr, wenn der Ball wieder auf den Boden kommt das zweite Mal, einfach eine Schussfinte.
Und ihr werdet sehen, den Ball werde ich dann wunderbar Dropkick stoppen, wenn er das zweite Mal auf den Boden aufkommt. Wir probieren es mal aus. Einmal und beim zweiten Mal die Schussfinte. Nochmal. Wir können es auch am Anfang ganz, ganz wenig nur hochschmeißen, den Ball. Einmal, zweimal, hopp. Und nochmal wegwerfen. Eins, zwei und fertig. Fertig? Nein, noch nicht. Denn wir wollen den Ball wieder nach oben treiben mit dem Schiebekontakt und dann diesmal oben abkappen, den Ball wieder in die Hände nehmen und loslegen. Schieben, kappen und wieder in die Hände. Nochmal nach vorne werfen. Eins, zwei, schieben und kappen. Alles klar? Jeder gesehen? Felix, wir probieren das jetzt Ganze mal zu zweit. Ja. Auf geht's. Genau, du wirfst den Ball einen Meter nach vorne und jetzt Schuss antäuschen und die Fußinnenseite über den Ball bringen. Und nochmal von vorne. Schieben, kappen, sehr gut. Und das Ganze nochmal. So, nach vorne werfen und Fußinnenseite über den Ball halten. Schieben und kappen. Sehr gut gemacht. Okay, und der nächste. Nach vorne werfen. Und Schussfinte, Fußinnenseite drüber halten und kappen. So, wir wollen das Ganze mal gemeinsam mit den Jungs und Mädels zu Hause probieren. Ja. Versuch doch mal beim Dropkick den Fuß etwas länger auf den Ball drauf zu halten. Hochwerfen, Dropkick und los geht's. Sehr gut. Hochwerfen, Fuß auf den Ball, sehr gut und schieben. Abkappen. Wunderbar. Einmal noch probieren. Hopp. Dropkick. Schieben. Kappen. Perfekt. Alles klar. Wir lassen euch kurz Zeit, das Ganze zu üben. Wir bauen ganz kurz um. Ihr könnt natürlich danach auch schnell was trinken. Und dann sehen wir uns gleich wieder zur Koordination und Torschuss. Okay, hi zurück. Jetzt geht's weiter mit Koordination und Torschuss. Alles, was ihr dafür braucht, sind wieder eure vier Rollen. Das Viereck bleibt eigentlich, wir versetzen es nur leicht, damit es nachher auch gegenüber vom Türchen steht oder von eurem Waschwandel oder was ihr einfach zu Hause habt. Wir nehmen die Rollen, bauen ein Viereck auf. Das darf ruhig großzügig sein. Schön weit auseinander hier. Hier auch. Und hier ebenfalls. Okay. So, Ball in die Hand nehmen. Es geht um Folgendes. Und zwar, der Ball ist in der Hand. Was wir machen wollen, sind große Ausfallschritte nach vorne. Was ist ein Ausfallschritt? Ein ganz großer Schritt nach vorne, indem wir zum Beispiel mit dem rechten Fuß starten, vorne die Ferse aufsetzen und mit dem linken Knie versuchen, so nah es geht, zum Boden zu kommen. Dabei halten wir den Ball schön nach vorne fest. Wenn wir das Ganze geschafft haben und nicht umgekippt sind, gehen wir so wieder zurück und der andere Fuß ist dran, nämlich der linke. Nach vorne, großer Ausfallschritt, mit dem Knie fast zum Boden, wieder zurück und jetzt geht's weiter in den Hopserlauf nach drüben. Ball in die Luft nehmen, über den Kopf drüber und loslegen. Hopserlauf, Hopserlauf. Hopserlauf, Hopserlauf, Hopserlauf und so weiter, bis wir drüben angelangt sind. Den Ball wollen wir jetzt Dropkick stoppen, auf unser Hütchen zulaufen, schieben, Matthews-Trick vorbei und spielen. Alles klar? Jeder gesehen? Ihr könnt loslegen, mit mir gemeinsam nochmal. Rechter Fuß nach vorne, das Knie fast am Boden, zurück. Linker Fuß nach vorne,
fast wieder das Knie am Boden und zurück und Hopserlauf. Ball über den Kopf, Hopserlauf, Hopserlauf. Fertig, Dropkick stoppen, schieben, Matthews und spielen. Alles klar? Ihr habt's gesehen, los kann's gehen. Du sollst nicht dran drehen, oder? Genau. Mit welchem Fuß geht's hier erstmal? Das ist egal, du kannst mit rechts oder mit links anfangen. Wichtig ist, dass der Ball vorne gehalten wird, du leicht drauf drückst und im Rücken schön gerade bleibst, okay? So, genau, so weit du kommst, hopp, genau, und wieder zurückdrücken und den zweiten Schritt. Sehr gut, zurück und jetzt in den Hopserlauf zur Seite. Starte erstmal auf der Stelle mit dem Hopserlauf, ganz klein auf der Zehenspitze und loshopsen. Hopp, 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 genau, genau, super. Genau, so, stopp, Dropkick stoppen, ja. Anhüpfen, Matthews und vorbei und spielen. Okay. Probier es gleich nochmal. Ich glaube, Hopserlauf muss ich noch verbessern. Also den schauen wir uns gleich gemeinsam an. Ja. Okay, also Ausfallschritt. Ausfallschritt. Eins. Zurück und Ausfallschritt Nummer zwei. Zwei. Und zurück und in den Hopserlauf rein. Genau, hopp, 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 hopp. Du hast es schon super gemacht. Dropkick stoppen, schieben, macht nichts. Dropkick stoppen, schieben und Matthews vorbei und spielen. Okay, ganz kurz anhalten. Ja. So, der Felix hat gerade gesagt, er hat ein bisschen Probleme beim Hopserlauf. Geht's euch da genauso? Das kann ich mir gut vorstellen, weil es nicht so einfach ist, den Hopserlauf jetzt zur Seite wegzumachen. Wir kennen alle den großen Hopserlauf, von einem Fuß auf den nächsten. Ja? Nochmal gezeigt, den haben wir ganz früher schon im Kindergarten oder in der Schule gelernt. Hopp, hopp, hopp. Das heißt, wir laufen nach vorne, aber springend. Okay? Übt das erstmal ein kleines bisschen. Ihr könnt dann weitergehen im nächsten Schritt und das Ganze auf der Stelle üben. Und wenn ihr den Rhythmus geschafft habt, dann kann es zur Seite weggehen. Hopserlauf, ganz kleine Schritte und. Entscheidend ist, dass eure Füße sich nicht überkreuzen, sondern die Füße bleiben, wo sie sind. Rechter Fuß rechts, linker Fuß links, der Ball ist hier oben und los geht's. Ihr könnt weitermachen. Felix, probier mal, ob es dir dabei geholfen hat. Und auf geht's. Erster Ausfallschritt, zweiter Ausfallschritt und los geht's. Zap, 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 sehr gut. Und Dropkick stoppen, schieben, Matthews spielen, sehr gut gemacht, jawohl. Und für euch zu Hause auch wieder 6 bis 8 Wiederholungen. Hopp, hopp und los geht's. Zap, zap, zap. Chop, chop. Und Dropkick stoppen, schieben, vorbei, Matthews und passen. Sehr gut gemacht. Und dein vierter Durchgang. Und los geht's. Großer Ausfallschritt nach vorne. Jawohl. Nach Hause und wieder nach vorne. Sehr gut. Und rein in den Hopserlauf. Sehr gut. Schöner Rhythmus. Dropkick stoppen. Und jetzt schieben, hopp, anhüpfen, vorbei. Und spielen. Sehr gut gemacht. Einen Durchgang hast du noch. Eins, zwei und rein in den Hopserlauf. Zap, 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 zap. Hochwerfen, Dropkick stoppen und schieben. Anhüpfen, vorbei, spielen und kurze Pause. Wie ging es euch? Habt ihr es gut geschafft? Kleiner Tipp, ihr könnt natürlich das Ganze auch noch ein bisschen größer aufbauen, dass ihr dann für den 1 gegen 1 Trick auch mehr Platz zur Verfügung habt. Das könnt ihr je nach Wohnzimmergröße oder Gartengröße für euch allein entscheiden. Alles klar? Bis gleich! Ausgeruht? Alles klar, wir sind zurück, spielen diese Übung jetzt im Wettkampf. Felix ist auch schon wieder bereit, der freut sich schon. Ich hoffe, ihr seid auch bereit zu Hause, habt euch gut erholt. Das Ganze läuft jetzt 4 Runden. Ihr startet wieder wie gehabt mit den Ausfallschritten und dann kann's losgehen. Alles klar, auf die Plätze. Wer schlägt den Felix? Fertig und los geht's. Erster,
und der zweite. Und Hopserlauf nach drüben. Und wer schlägt den Felix? Dropkick, hopp, vorbei, spielen. Kein Problem, auch wenn euch der Platz ausgeht. Macht das überhaupt nichts, Hauptsache die Bewegung stimmt. Und auf geht's. Felix ein bisschen langsam heute unterwegs, ihr seid bestimmt schneller als er. Und los geht's. Hopserlauf, Hopserlauf, Dropkick, schieben, anhüpfen vorbei und spielen. Weltklasse gemacht, jetzt hat er euch gleich wieder. Und Ausfallschritt, und Ausfallschritt. Und wir hüpfen zur Seite weg. Sehr gut, und los geht's. Dropkick stoppen, schieben, hopp vorbei, spielen. Und der letzte Durchgang, auf geht's Kids. Holt ihr euch den Felix nochmal? Erster und der zweite. Und Hopserlauf, rüber, 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 rüber. Sehr gut, Felix. Dropkick, schieben, vorbei, Zielpass und fertig. Sehr gut. Felix hat alles gegeben. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr den Felix geschlagen oder nicht? Er war ganz schön schnell unterwegs. Ganz kurz ausruhen, was trinken. Dann sehen wir uns gleich zur zweiten Übung. Übung Nummer 2. Für die nächste Übung nehmen wir einfach die vorderste rechte Rolle und setzen sie einen Meter weiter zur Seite. Okay? So. Wir starten die Übung hier hinten am linken hinteren Chlorröllchen. Jetzt gehen die Ausfallschritte zur Seite weg. Der Ball bleibt wieder vor der Brust nach vorne gehalten und wir tun mal so, als würden wir seitlich über eine kleine Kiste steigen. Okay? So, hier steigen wir drüber, hier geht der Fuß zur Seite und wir gehen mal ein Stückchen weiter runter. Was ihr nicht machen müsst, ist ganz runter, sonst tut es irgendwann hier im Knie ganz schön weh. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, damit wir uns hier nicht wehtun. Das heißt, geht nur so weit runter, bis es richtig, richtig spannend wird und bis es hier langsam zieht. Okay, nochmal von vorne, rübersteigen über die Kiste, rein ins Knie, so weit es geht, bis es nicht mehr weitergeht, weil ihr keine Kraft mehr habt. Dann zusammenstellen und der linke Fuß geht jetzt zurück über die Kiste und der Ausfallschritt geht nach hier. Okay, das reicht schon. Kurz halten, zurückgehen. Jetzt beginnt der Hopserlauf von eben nach vorne. Wir nehmen den Ball wieder in die Hand, über den Kopf und dann der Hopserlauf nach vorne, nach vorne, nach vorne, bis wir hier oben ankommen. Dropkick stoppen und als nächstes kommt der Trick, Sohle eindrehen. Also, Dropkick stoppen, linke Sohle aufhalten, Sohle eindrehen und der Zielpass mit links. Alles klar, gesehen? Noch einmal die Technikaufgabe dabei. Dropkick stoppen, Sohle links, wegdrehen, eindrehen und spielen. Alles klar? Das Ganze nochmal von vorne in etwas schneller. Ball nach vorne halten, Ausfallschritt, rechter Fuß, nachstellen den Fuß und zurück über die Kiste, nach unten, nachstellen und Hopserlauf. Ball nach oben, hops, 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 hops. Dropkick stoppen, Sohle links eindrehen, mitnehmen, Zielpass. Alles klar? Wir machen es gemeinsam mit Felix wieder schön langsam, so dass ihr auch gut üben könnt. Alles klar? Bereit machen, los geht's. Okay, also einmal über die Kiste steigen. Drüber, leicht nach unten. Und nachstellen den Fuß. Drüber über die Kiste und nachstellen und Hopserlauf. Ball nach oben, Hopserlauf, 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 hop, tap, tap, tap. Dropkick stoppen und schieben, Sohle links, aufhalten, eindrehen und spielen. Das war vielleicht ein bisschen zu schnell für unsere Jungs zu Hause. Versucht den Ball erstmal aufzuhalten mit der Sohle und dann in der Drehbewegung nach vorne zu kommen. Okay. Einmal rüber und zurück. Super gemacht. Und Hopserlauf. Sehr schön. Gut. Dropkick stoppen, schieben und Sohle eindrehen und spielen.
Jawohl. Und wieder. Nachsetzen. Stopp. Einmal rüber, nachsetzen. Und einmal rüber, nachsetzen. Hopserlauf. Genau. Und Dropkick stoppen, schieben, Sohle eindrehen und spielen. Felix, du ziehst ein bisschen zu viel mit der Sohle. Aha. Versuch den Ball nach dem Dropkick aufzuhalten, tot zu stoppen und dann beim Eindrehen wieder zu beschleunigen. Okay. Und der nächste Durchgang. Jetzt darauf achten, dass du den Ball wirklich schön tot stoppst davor. Einmal. Hopps, ich muss nachgehen. Ja. Einmal. Über die Kiste nach. Und wieder zurück. Sehr gut. Und Hopserlauf. Ball nach oben. Hopserlauf, 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 Hopserlauf. Sehr gut. So, Dropkick stoppen. Schieben. Und Sohle tot stoppen. Umdrehen, eindrehen und spielen. Sehr gut. Zwei Durchgänge schafft man auch. Auch hier sollten es zu Hause wieder 6 bis 8 Durchgänge sein. Schau, dass du nicht zu weit nach vorne bückst. Genau so war es super. Einmal, zweimal, dreimal, hops, 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 hops. Wunderbar. Dropkick stoppen, schieben und Sohle eindrehen, spielen. Sehr gut gemacht. Und nochmal, warte kurz. Kinder, aufpassen zu Hause. Beim Ausfallschritt, mach mal deinen Ausfallschritt, Felix. Einmal drüber. So, stopp. Unsere Schultern und unser Kopf sollen unsere Fußspitze nicht überholen. Das heißt, wir lehnen uns ein bisschen zurück, gehen noch mehr ein bisschen mit dem Popo nach hinten raus und nach unten vor allem. Genau, so, überholen wir die Fußspitze nicht, es tut nicht so weh im Knie und es kann weitergehen. Jawohl, sehr schön, super und Hopserlauf, Hopserlauf, Hopserlauf. Sehr gut, Dropkick, schieben, Sohle und eindrehen, spielen. Sehr gut gemacht. Alles klar. Gut, ihr geht zu Hause noch mal ein bisschen üben. Danach könnt ihr was trinken und wir sehen uns gleich wieder mit der dritten Übung. Übung Nummer 3. Ich habe es schon mal voraufgebaut für euch. Ich erkläre euch schnell, was wir hier gemacht haben. Wir starten jetzt immer von der Klorolle, die nahe neben dem Tor steht, nach vorne zu einer Klorolle, die ungefähr 4 Meter von der anderen, von der Startrolle entfernt steht. Daneben haben wir nochmal 2 Toilettenpapierrollen. Die können so im Abstand von 2 Metern von der oberen Rolle aufgebaut werden. Das Ganze sieht dann aus wie der Buchstabe L. Ihr könnt euch das zu Hause einfach nachbauen. Ist nicht so besonders schwierig. Genau. Als nächstes nehmen wir unseren Ball in die Hand, gehen nach hinten und beginnen jetzt mit 2 Ausfallschritten nach vorne, bis wir vorne sind. Danach kommt ein Hopserlauf rückwärts und ich zeige euch den Trick, der dabei dranhängt. Also, erster Ausfallschritt, hopp, zweiter Ausfallschritt, hier geht sogar noch ein Ausfallschritt raus und wir beginnen rückwärts mit dem Hopserlauf, bis wir hinten am Start sind. Dropkick nach vorne stoppen, nach vorne schieben und in dem Tor abkappen mit dem rechten Fuß und locker aufs Tor spielen. Dropkick stoppen, abkappen, umdrehen und spielen. Ziemlich einfach. Ihr könnt es gleich ausprobieren. Ich zeige euch nochmal, wie es geht. Ball nach vorne halten. Ausfallschritt Nummer 1. Ausfallschritt Nummer 2. Jetzt, wenn ihr noch Platz habt, Ausfallschritt Nummer 3. Und in den Hopserlauf rückwärts rein, bis wir am Startpunkt wieder sind. Dropkick stoppen und abkappen. Spielen und wieder zurück zum Start. Felix, gecheckt? Ja, ich glaube. Sehr gut. Hier ist dein Ball. Ihr könnt loslegen. Viel Spaß. Ausfallschritt 1, Ausfallschritt 2, Ausfallschritt Nummer 3. Da geht schon noch einer. Hopp. Und rückwärts. Hopserlauf. Auf geht's. Zap, 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 zap. Sehr gut. Dropkick stoppen nach vorne. Und
nach vorne mit dem Knöchel springen, spielen. Haltet den Ball abrupt auf, schaut, dass der Ball nah beim Knöchel liegen bleibt und nach dem Umdrehen geht's in den Zielpass rein. Zweiter Schritt und dritter Schritt. Jawohl. Gut. Hopsalauf, 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 Hopsalauf. Dropkick stoppen und los geht's. Hopp, abkappen, spielen. Sehr gut. Und spar dir die Kraft, Felix, denn wir müssen nachher noch einen Wettkampf probieren. Ich probiere es nochmal. Ja, probier es nochmal. Ja, genau. Eins, zwei und drei. Und rückwärts, Hopsalauf. Sehr schön, gut gemacht. Dropkick stoppen, hopp, kappen und spielen. Jawohl. Schau, dass der Ball schön am Knöchel bleibt. Und los geht's. Über die Linie und los geht's. Sehr gut. So, rückwärts Hopsalauf. Sehr gut gemacht. Dropkick stoppen, hopp und abkappen, rechter Fuß, sehr schön. Ball schön am Knöchel liegen geblieben, perfekt gelöst. Zwei Durchgänge noch, auch hier solltet ihr zu Hause 6 bis 8 Mal üben, bevor wir in den Wettkampf gehen. Sehr schön. Felix ist super fleißig, macht immer noch einen mehr. Und Dropkick stoppen, macht nichts. Macht nichts. Dropkick, abkappen und spielen. Und ein letzter Durchgang. Ausfallschritt, Ausfallschritt und Ausfallschritt. Rückwärts der Hopsalauf. Und Dropkick, schön beschleunigen den Ball. Abkappen, rechter Fuß und spielen. Sehr gut, klasse gemacht. Felix hat genug geübt. Ich denke, ihr habt auch genug geübt. Wir können gleich weitermachen mit dem Wettkampf. Wie sieht's bei dir aus, Felix? Bist du ausgeruht oder brauchst du noch ein bisschen Zeit? Okay, es geht. Es geht? Okay, ja, ich bin noch fit. Wie läuft der Wettkampf jetzt ab? Was muss ich machen? Genau. Der Wettkampf läuft so, genauso wie vorhin. Wir machen diese Übung insgesamt 4-mal und wir schauen am Ende, wer als Erster die 4 Tore geschossen hat. Entweder Felix oder ihr zu Hause. Gebt alles, macht euch schon mal bereit, geht zum Start, beißt die Zähne zusammen und schlagt den Felix. Felix, bereit? Ich mache immer 3 Ausfallschritte, ja? Okay. Gut. 3 Ausfallschritte heißt, ihr zu Hause macht am besten auch 3 Ausfallschritte, dann kann es perfekt funktionieren. Auf die Plätze jetzt. Fertig und los. Und los geht's in den Hopsalauf. Dropkick nach vorne. Kappen. Und 1. Sehr gut. Und Nummer 2. Rückwärts den Hopsalauf. Dropkick. Und kappen. Und Nummer 2. Sehr gut. Und auf geht's. Felix, ich glaube, du musst dich ein kleines bisschen beeilen, weil die Jungs richtig schnell sind zu Hause. Und los geht's. Sehr gut. Dropkick stoppen und abkappen, spielen. Sehr gut. Einen habe ich noch. Einen noch. Auf geht's. Felix hat noch einen. Wie sieht's bei euch zu Hause aus? Seid ihr schon fertig? Oder seid ihr genauso weit wie der Felix? Und los geht's, los geht's. Sehr schön. Dropkick stoppen und abkappen. Letzter. Spielen und draufsetzen. Jawohl. Klasse, Felix. Sehr gut gemacht. Wie sieht's aus bei euch zu Hause? Seid ihr fertig? Seid ihr mit den 3 Schritten gut hingekommen? Ihr habt den Felix geschlagen. Ich bin mir sicher, dass ihr euer Bestes gegeben habt. Wahrscheinlich wart ihr sogar schneller. Wir werden jetzt gleich zum Essen gehen. Das heißt, denkt dran, so wie die anderen Tage auch, jetzt dann kurz auf Stopp drücken, zum Mittagessen gehen und wenn ihr wiederkommt, einfach wieder auf Play drücken, dann geht es weiter mit der Mittagsbeschäftigung, einem kleinen Rätsel oder einem Quiz. Mal sehen, was wir heute für euch haben. Und dann beginnt die zweite Aufgabe, das zweite Training. Bis gleich.
Okay, Jungs und Mädels, ihr wisst, jetzt ist Mittagspause. Unten kurz auf Pause drücken, futtern gehen und nach dem Essen sehen wir uns wieder, indem ihr auf Play drückt. Und dann geht's weiter mit dem Mittagsspiel und mit dem zweiten Training. Bis gleich, guten Appetit. Drei Jungs treffen sich und reden darüber, wie toll ihre Papas sind. Da sagt der Erste, mein Papa, der ist so toll, wenn der irgendwo in einen Raum kommt, werfen sich alle auf den Boden und schreien, hallo mein König. Dann sagt der Zweite, ah, das ist ja noch gar nichts, mein Papa ist so toll, wenn der irgendwo reinkommt, dann werfen sich alle auf den Boden und schreien, hallo mein Kaiser. Dann sagt der Dritte, mein Papa ist so dick, wenn der irgendwo reinkommt, schreien alle, oh mein Gott. Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat. Okay, war natürlich nicht der Hammerwitz, ja, ist mir schon klar. Aber ich hab da jemanden für euch, aufpassen. Servus Andi, natürlich helfe ich dir. Welchen Witz soll ich erzählen? Ah, ich habe einen guten. Jungs, Mädels, aufgepasst. Das ist ziemlich einer der besten, glaube ich. Und zwar, wisst alle, wer ist der König der Tiere? Der Löwe. Genau, und der Löwe feiert Geburtstag, lädt alle großen Tiere ein im Wald. Haben gesagt, Party, Tanzen, Geburtstagsfeier, perfekt. Das Problem ist der kleine Hamster. Ne? Der ist so ein Partyfreak, der will tanzen, tanzen, tanzen. Die sind so traurig. Nein, ich muss irgendwie da rein, ich will doch tanzen, das kann nicht sein. Nur weil ich ein Kleintier bin, das geht gar nicht. Ja gut, du Adler. Ja, was los, Hamster? Du, schau mal, schmuggel mich mal da unter deine Flügel rein. Ich kletter hier rein, dann schließt du so deine Flügel. Dann gehst du beim Wolf, beim Türsteher vorbei. Und dann kann ich tanzen, 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 Party machen. Ja gut, sagt der Adler, komm mit rein. Geht da, kommt der Wolf, sagt so, Adler, was ist los? Willst du zum Party? Ja, ja, klar, ich will ja tanzen, ich will da rein. Chef hat Geburtstag. Okay, aber warte mal. Ich rieche irgendwie, ich rieche hier Hamster. Hamster, ich sehe doch nicht so aus wie ein Hamster. Hey, Wolf, was ist los mit dir? Ja doch, mach mal so mit dem Flügel so breit, puff, fällt der Hamster raus. Sagt der Wolf, hey, Hamster, du kommst hier nicht rein, mein Freund. Na, sagt der Hamster, na gut, schau mal. Du Bär. Du hast hier oben, ne? Du hast doch hier deine Brusttasche, gell? Ja, klar, Hamster, warum? Schau mal, ich hüpfe hier rein, da schmuggelst du mich einfach mal beim Wolf vorbei. Du bist ja ein großer, starker Bär. Mit dir legt er sich nicht an. Ja, komm, hüpf, sagt der Bär. Der Hamster ist hier, so, macht sich klein in diese große Brusttasche von dem Bär. Dann gehen sie da rein, sagt der Wolf, hey, stopp, Bär, willst du rein? Ja klar, ich will da rein. Chef hat Geburtstag, ich will Party machen, klar. Ja, okay, Bär, ist gut, aber du riech ich hier. Hamster riech ich bei dir. Hamster? Bei mir doch nicht. Doch, da oben, da, hier, bei deinem Brusttasche. Sagt der Bär, hier. Hier habe ich nur ein Bild von der Hamster. Also Leute, viel Spaß beim Top. Hallo liebe Kids, ich erzähle euch jetzt mal meinen Lieblingswitz. Und zwar geht ein Elefant durch den Wald spazieren und tritt dann aus Versehen in einen Ameisenhaufen rein. Die Ameisen krabbeln alle auf den Elefanten hoch und der Elefant, der schüttelt sich dann und schüttelt alle Ameisen ab. Nur eine Ameise, die bleibt hier unten am Hals, bleibt die hängen und alle anderen Ameisen versammeln sich unten und dann rufen alle Ameisen unten zusammen, jawohl, Erwin, würg ihn! Fragt der Chemielehrer in die Klasse, was ist flüssiger als Wasser? Meldet sich Fritzchen. Hausaufgaben, die sind absolut überflüssig. Welchen Satz hört ein Hai am liebsten? Mann über Bord! Kennt ihr den? Ein Hirsch, ein Hase und ein Bär bekommen einen Brief, dass sie zur Bundeswehr müssen, zum Militär. Und sie müssen natürlich zuerst untersucht werden, ob sie dafür überhaupt tauglich sind. Sie müssen zur sogenannten Musterung. Aber keiner von den dreien hat natürlich Lust auf das Militär. Also sagt der Hirsch, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Ich muss da irgendwie raus aus der Nummer. Und ich habe da auch schon eine Idee. Ich binde mir das Geweih nach hinten, weil ein Hirsch
mit so einem sanften Geweih, den können die bei der Bundeswehr nicht gebrauchen. Der macht es also dann, geht zur Musterung, kommt raus und sagt, ausgemustert! Der Hase überlegt sich dann, was könnte denn ich machen? Und sagt dann, pass auf, ich binde mir die Löffel nach hinten. Weil ein Hasen ohne Löffel, das können die nicht gebrauchen bei der Bundeswehr. Der geht zur Musterung, der kommt wieder raus und sagt, ausgemustert! Jetzt überlegt sich der Bär, was könnte denn ich tun? Denn den Bär, den kann man ja bei der Bundeswehr eigentlich super gebrauchen. Jetzt sagen die anderen beiden, was machen wir denn mit dir? Ein bisschen schwierig. Aber pass auf, ich habe eine super Idee, sagt dann der Hirsch plötzlich. Wir hauen dir mal was Schönes ins Gesicht. Wir hauen dir mal alle Zähne aus. Gesagt, getan. Und dann hauen die ihm schön mitten in die 12 und hauen ihm alle Zähne aus. Weil ein Bär ohne Zähne, das kann bei der Bundeswehr wirklich keiner gebrauchen. Der geht zur Musterung, der Bär. Dann kommt er wieder raus und sagt, ausgemustert, ich bin zu dick. Was ist ein Unterschied zwischen einem Fußgänger und einem Fußballspieler? Der Fußgänger geht bei grün, Fußballer geht bei rot. Was ist weiß und rennt bergauf? Eine Lawine mit Heimweh. Fritzchen, Basti und Matthias Blasenbräu treffen sich im Schwimmbad. Der Bademeister sagt zu ihnen, Servus Jungs, da hinten ist der Sprungturm, aber ihr wisst schon, das ist ein Zaubersprungturm. Wenn ihr da hochgeht, könnt ihr euch, bevor ihr abspringt, wünschen, was ihr wollt und ihr landet dann im Becken drin, genau in dem, was ihr euch gewünscht habt. Fritzchen geht nach oben, rennt los, springt ab, schreit ganz laut, Cola! Er springt, er fliegt und landet unten im Cola. Der nächste, Basti, klettert den Turm nach oben, nimmt Anlauf, springt ab und sagt, Vanillepudding! Er landet unten, natürlich Vanillepudding. Dann geht Matze Blasenbräu die Treppe nach oben, rennt nach vorne, rutscht auf eine Bananenschale aus und sagt, oh Kacke! Und landet in Kacke. Ich habe folgenden Witz für euch. Da fragst du, der Felix und der Michi, die laufen durch den Wald. Und dann kommen sie irgendwann an einer großen Höhle vorbei. Und dann wollen sie halt nachschauen, was drin ist. Und dann geht der Fax zuerst rein und kommt nach 5 Sekunden wieder raus und schreit, eine riesige Spinne. Ja, das kann doch gar nicht sein, sagen die anderen. Dann geht der Felix rein und kommt auch nach 5 Sekunden wieder raus und schreit, eine riesige Spinne. Dann sagt der Michi, mein, ihr seid ja alle ganz schöne Schisser. Geht rein, kommt nach 5 Sekunden die Spinne raus und schreit, der Michi. Der Moritz ist wie jeden Donnerstag bei Oma und Opa zum Mittagessen nach der Schule. Auch dieses Mal. Und es gibt Fischstäbchen und er isst und isst und erzählt eine Geschichte nach der anderen. Er hört gar nicht auf, bis die Oma ihn irgendwann tadelt und sagt, Moritz, wie kann man denn die ganze Zeit mit vollem Mund reden? Daraufhin sagt der Moritz, Übung macht den Meister. Was macht ein Holländer, wenn sein Land die Weltmeisterschaft gewonnen hat? PlayStation aus und ab ins Bett. 3 Kids, willkommen zurück zum letzten Training in dieser Woche. Ich hoffe, das Mittagessen war gut. Ich hoffe, ihr habt ausreichend gegessen, damit wir jetzt gleich richtig fit. Oh, der Felix kommt auch schon. Ich hab den Bottich aufgefüllt. Sehr gut, super, super, super. Getränke brauchen wir ganz viele. Am besten ist, du lässt es da vorne stehen. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Nein, 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 nein. Hier vorne. Du hast wieder schön gegessen, oder? Ja, mir ist wieder dasselbe. Ja, das macht nichts. Kein Problem. Mama hat eine gute Waschmaschine zu Hause. Das passt schon. Ja, so ist es gut. Okay, wir kommen zum letzten Trainingsteil diese Woche. Ich baue mit euch gemeinsam auf. Felix, pass auf. Ja. Und zwar, wir brauchen 4 Toilettenpapierrollen. Krieg ich ein neues Trikot? Nein, du bekommst kein neues Trikot. Auch nicht am Ende der Woche? Am Ende der Woche? Nein, auch nicht. Du hast so schön draufgesaut. Ich denke, das können wir so behalten. Okay. Schaut aber im Übrigen ganz, ganz toll aus. Sehr schön. Okay, also zum Aufbau. Ihr nehmt 2 Toilettenpapierrollen und stellt sie ungefähr 4 bis 5 Meter vor eurem Zieltürchen auf. Die anderen beiden Toilettenpapierrollen setzen wir links und rechts schräg ungefähr 1 Meter davor
nach vorne ab. Okay. Ihr erinnert euch, was wir heute Morgen als erstes gemacht haben, den Standtrick Ziehen Kappen. Den brauchen wir jetzt und ich zeige euch gleich, wie es losgeht. Wir starten. Als erstes legen wir uns den Ball wieder rechts neben die Klopapierrollen hin. Jetzt beginnen wir mit dem rechten Fuß nach hinten zu ziehen. Der linke Fuß geht in die Luft, lässt den Ball vorbei und erinnert euch daran, wir klappen den Ball mit der linken Innenseite wieder zurück. Die Bewegung erfolgt aus dem Sprunggelenk, also ganz unten am Knöchel. So sieht's aus. Ziehen, zurückspielen. Nochmal das Ganze. Ziehen, kappen und wir dribbeln los und probieren gleich den zweiten Trick aus. Wir kombinieren das Ganze dann mit Abkappen, indem wir den Ball mit dem Knöchel vorne stoppen, dann eindrehen und dann in den Zielpass weitergehen. Also gehen wir es mal durch von vorne. Ziehen, kappen. Ziehen, kappen. Losmarschieren. Abkappen rechts, mitnehmen mit dem linken Fuß und den Zielpass aufs Tor spielen. Nochmal das Ganze. Start wieder rechts oben. Ziehen, kappen, ziehen, kappen, losdribbeln, abkappen, eindrehen und wieder spielen. Das probieren wir jetzt so ungefähr 6 bis 8 Mal. Viel Spaß. Felix, bist du bereit? Ja. Ja? Alles klar. Gut. Dann kannst du loslegen. Ich schau mir das mal weiter von hier unten an. Okay. Der Ball muss vorbei am linken Fuß rollen und möglichst spät zurückholen. Sehr gut. Schieben, kappen, mitnehmen und spielen. Sehr gut gemacht. Okay. Lass dir Zeit wieder, damit die Übung, die Technik langsam, aber dafür sauber ausgeführt wird. Hopp, hopp. Schieben, Außenseite schiebt und spielen. Okay. Habe ich mit der Innenseite geschoben? Ja. Mit der Außenseite schieben und mit derselben Außenseite dann nach vorne vor den Ball hüpfen. Ziehen, kappen, Außenseite schieben, abkappen, eindrehen und der Zielpass. Und wir beginnen wieder von vorne. Langsam ziehen, kappen. Ziehen, kappen, hoppala, schieben, abkappen, eindrehen und wir spielen wieder. Sehr gut gemacht, jawohl. Und nochmal probieren. Ziehen, kappen, super gemacht. Schieben, abkappen, rechter Fuß mit links nach vorne mitnehmen und den Zielpass spielen. Einer geht noch, Felix, schaffst du den noch? Okay, ziehen, kappen, schieben, abkappen, eindrehen und wieder spielen. Jawohl, klasse. Ganz kurz Pause. Ja. Natürlich können die Linksfüßer das Ganze andersrum machen. Ja? Wir haben es jetzt gerade für die Rechtsfüßer gezeigt. Die Linksfüßer können einfach andersrum starten, zum Beispiel. Ziehen, kappen, loslaufen mit dem linken Fuß. Jetzt müsst ihr links hoch mit dem schieben. Und links abkappen und dann mit rechts eindrehen und spielen. Ja, okay. So wie es für euch am besten ist, einfach ausprobieren. Wir machen auch noch mal 2, 3 Durchgänge und dann kommt die Variante. Let's go. Ziehen, kappen, schieben, abkappen, eindrehen und spielen. Weltklasse, sehr schön, Felix. Und ich finde es toll, dass du mich immer so viel lobst. Ja, okay. Ziehen, du machst es ja auch gut. Ziehen, kappen, schieben, abkappen, eindrehen und wieder spielen. Jawohl, und einen kriegst du noch, Felix, oder? Ja. Schafft ihr auch noch einen, Jungs und Mädels? Abkappen, ziehen, kappen, schieben, abkappen, eindrehen und aufs Törchen spielen. Alles klar, perfekt, sehr gut gemacht. Felix, du hast kurz Pause und ich erkläre euch gleich die zweite Aufgabe. Variante dieser Übung. Wir gehen auf die andere Seite und kommen dann mit Sohle eindrehen zurück zur Mitte. Denkt daran jetzt, wir müssen ziehen, kappen, auf die andere Seite machen. Gut, damit wäre die Übung jetzt auch musikalisch eingeläutet. Okay, wir beginnen auf der anderen Seite. Links zieht den Ball zu uns. Wir kappen mit dem
rechten Fuß zurück, das Ganze zweimal, ziehen, kappen, losmarschieren, Sohle rechts aufhalten, eindrehen und aufs Tor spielen. Alles klar, das Ganze nochmal von vorne. Felix, schaust du auch zu? Ja, alter Klopfer. So, ziehen, kappen, ziehen, kappen, loslaufen mit der Außenseite, Sohle eindrehen und spielen. Natürlich würden wir im Spiel jetzt beim Schiebekontakt etwas mehr Gas geben nach vorne. Es ist aber platzbedingt leider gerade nicht möglich. Es sei denn, ihr habt natürlich mehr Platz zu Hause, dann könnt ihr das noch weiträumiger aufbauen und beim Schiebekontakt ein bisschen mehr Tempo reinbringen. Felix, ist der Bottich noch voll? Ja, ist alles noch drin. Wunderbar. Ich zeige nochmal, wie es geht. Ziehen, kappen, schieben, Sohle, eindrehen und aufs Tor spielen. Alles klar? Felix, du hast gesehen, wie es geht? Ja. Los geht's, du bist dran. Du bist dran. Und loslegen. Also hier, los geht's. Hopp, ziehen, kappen. Zweimal. Ziehen, kappen, schieben, Sohle eindrehen und aufs Törchen spielen. Sehr gut gemacht. Okay. Ich schaue es mir wieder von weiter unten an. Ziehen, kappen. Ziehen, kappen. Und los geht's. Sohle eindrehen. Klasse gemacht und aufs Tor gespielt. Sehr gut. Ruhig probieren. Auch hier solltet ihr zu Hause wieder 6 bis 8 Mal mindestens üben, damit ihr auch das Ziehen, Kappen auf die andere Seite inklusive Sohle eindrehen richtig üben könnt. Ziehen, kappen, ziehen, kappen, schieben, Sohle eindrehen, nach vorne gucken und den Zielpass spielen. Sehr gut, Felix. Wie viel hast du schon geschafft? 3 Stück? Ich glaube 3. Okay, dann kriegen wir nochmal 3 hin. So, ziehen, kappen, schön durchlassen den Ball. Ja, ich habe zu früh abgebremst. Ziehen, kappen und schieben, Sohle eindrehen und spielen. Sehr gut gemacht. Mhm. Wunderbar. So, ziehen, kappen. Ziehen, kappen. Schieben, Sohle eindrehen und aufs Türchen spielen. Sehr gut gemacht, jawohl. Und wie viel hast du noch? Einen? Ja, ich mache noch 2 weiter. Erste Kurve wollte ich. Alles klar. 1 und 2. Schieben, Sohle eindrehen und spielen. Sehr gut. Und ein letzter Durchgang. Ja. Schadet nicht, wenn man immer einen mehr übt, als man sollte. Hopp. Schieben und Sohle eindrehen, spielen. Sehr gut gemacht. Alles klar. Seid ihr weitergekommen, Jungs und Mädels? Alles klar. Dann können wir es jetzt im Wettkampf spielen. Ich zeige euch kurz, wie es geht. Okay, kommen wir jetzt zum Wettkampf. Der Wettkampf sieht folgendermaßen aus. Felix wird gleich wieder gegen euch spielen. Und zwar spielen wir 2 Durchgänge insgesamt. Die beiden Durchgänge in 3 Runden. So. Das Ganze läuft so, wir starten wieder, genau wie vorhin, mit ziehen, kappen, schieben, abkappen, eindrehen und spielen. Oben jetzt nur einmal ziehen, kappen, dann abkappen, eindrehen, spielen. Wir flitzen so schnell wir können nach Hause und beginnen von der anderen Seite. Links ziehen, rechts kappen, schieben, Sohle eindrehen und aufs Tor spielen. Das wäre eine Runde, okay? Wir spielen dann gleich 3 Runden, immer bei auf die Plätze fertig los. Und ihr schaut mal, in wie vielen Runden ihr den Felix schlagen könnt. Alles klar? Fertig machen? Eine Proberunde machen. Na gut, dann machen wir halt eine Proberunde für dich. Okay, alles klar. Ja, so, einmal probieren. So, ziehen, kappen. Hoppla, gut, dass wir eine Proberunde gemacht haben. Du hast wieder jeglichen... Okay, so, also, los geht's. Ziehen, kappen, schieben, abkappen, eindrehen und aufs Tor spielen. Dann so schnell es geht nach Hause und mit links. Ziehen, kappen, schieben, Sohle, eindrehen, spielen. Genau, das wäre ein Durchgang. Und nun kannst du gegen die Kinder antreten. Aber erst bei los, okay? Kinder bereit machen, Felix bereit machen, ja. Auf die Plätze. Moment, Frühstart. Was? Bei los geht's los, alter Mogler, nicht bei auf die Plätze. Ich
ein bisschen aufgeben. Ja, das macht nichts. Auf die Plätze. Fertig. Los. Eins, hopp. Gut gemacht. Und der nächste. Ziehen. Kappen. Schieben. Sohle eindrehen. Und spielen. Und draufsetzen. Stopp. Sehr gut. Wer war schneller als der Felix? Ich glaube, in diesem Fall fast alle. Beim zweiten Mal hat er ganz schön gebraucht. Okay, gut, macht nichts. Aber ich werde immer schneller. Vielleicht liegt es auch daran, dass du zu viele Spaghetti heute Mittag gegessen hast. So wie das Trikot ausschaut, könnte es schon sein. Ja. Gut, zweiter Durchgang. Alle wieder fertig machen. Auf die Plätze. Fertig und los. Hopp, ziehen, kappen und gib Gas. Hopp, einmal, zweimal. Spielen, sehr gut. Und der nächste. Ziehen, kappen, schieben, Sohle eindrehen, spielen und draufsetzen. Das war aber ganz schön schnell. Ob das die Kids zu Hause geschafft haben, bin ich mal gespannt. Wir kommen zum... Ja, ich glaube auch, jetzt warst du richtig schnell. Okay, probieren wir die letzte Runde. Jungs und Mädels, Ball wieder hinlegen auf die rechte Seite, auf die Plätze. Fertig und los geht's. Ziehen, kappen, hopp, abkappen, eindrehen, spielen. Sehr gut gemacht. Und auf geht's, Felix, komm. Ziehen, kappen, links, schieben. Sohle eindrehen und spielen. Weltklasse, fertig und sitzen bleiben. Alles klar. Jungs und Mädels, habt ihr den Felix geschlagen? Ich glaube, ihr wart schnell unterwegs, aber der Felix war in Runde 2 und 3 natürlich auch nicht so schlecht. Alles klar. Gut, wir bauen kurz um, gleich mit euch gemeinsam. Geht schnell einen Schluck trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. Hi zurück, weiter geht's mit der zweiten Technikübung. Dazu bauen wir ein kleines bisschen um. Wir brauchen jetzt eine Toilettenpapierrolle als Starthütchen vor dem Türchen. Ungefähr so 1-2 Meter davor, das ist okay. Eine Rolle schmeißen wir hinter unser Türchen und die beiden Rollen da vorne setzen wir auseinander, damit ein kleines Türchen entsteht. So, genau. Nächste Aufgabe. Wir brauchen jetzt ganz schön viel und zwar, wir starten mit einem Dropkick frontal nach vorne, Dropkick stoppen, abkappen und dann auf das Hütchen zulaufen mit unserem Matthews-Trick, den wir heute Morgen ja schon gelernt haben. Schaut so aus, hochwerfen, Dropkick stoppen, abkappen, Schiebekontakt, Ausfallschritt vorbei und spielen. Ja? Macht den Ausfallschritt ruhig übertrieben. Der Gegenspieler soll wirklich denken, dass ihr an der linken Seite an ihm vorbei wollt. Aber eigentlich schlagen wir danach den Haken und gehen rechts vorbei. Nochmal von vorne. Versucht den Dropkick schon ein kleines bisschen schneller zu machen. Geht schön in die Knie. So kann ich den Ball schön mit dem vorderen Teil der Fußsohle nach vorne drücken. Hopp, abkappen, rechter Fuß und rein in den Schiebekontakt. Ausfallschritt vorbei. Und spielen. Nochmal in schnell, alles gemeinsam. Dropkick stoppen, hopp, abkappen, schieben, Ausfallschritt vorbei und spielen. Alles klar? Felix, schaut gut aus. Okay, schauen wir mal, wie es die Kids zu Hause machen und vor allem, wie es du machst. Hier ist dein Ball, du kannst loslegen und auf geht's. So, Dropkick stoppen, nach vorne, ins Hüt, stopp. Nein, drück den Ball schön nach vorne und mach ihn schon mal schnell beim Dropkick. Jawohl, so schieben, kappen, Schiebekontakt, Ausfallschritt vorbei und spielen. So, Felix braucht einen größeren Ausfallschritt mit links nach links, damit der Gegenspieler auch drauf reinfällt. Okay? So, geh schön in die Knie beim Dropkick stoppen. Hopp und genau. Dropkick stoppen. Schieben, abkappen, schieben, links weg, vorbei und spielen. Jawohl, gut so. Und die nächste Runde. Hopp, schieben, kappen, schwuppala, schieben und vorbei. Schiebe, stopp, 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 stopp. Viel zu schnell, Felix. Ja, lass dir ruhig Zeit. Immer wenn du unten ankommst, einmal durchschnaufen, von vorne in Ruhe loslegen. Das ist kein Wettkampf,
Du kannst dir echt Zeit nehmen dabei, okay? Und kannst langsam loslegen. So, hochwerfen, los geht's. Dropkick stoppen, schieben, abkappen, schieben, Matthews spielen. Sehr schön gemacht, jawohl. Und nochmal, Dropkick, schieben, abkappen, schieben, vorbei und spielen. Was war da, ein Maulwurf irgendwo? Ja, da ist ein Boden, okay. Ist eine Welle. Ja. Ja, jetzt soll es eigentlich gehen. Okay. Und kannst wieder loslegen. Hopp, Dropkick, schieben, abkappen, Schiebekontakt und vorbei und spielen. Wichtig ist, kurz bevor ihr spielt, du kannst ruhig weiter trainieren. Wichtig ist, kurz bevor ihr den Ball spielt, solltet ihr einmal natürlich gucken, wo ist denn das Ziel eigentlich? Lauft hinter dem Ball her und drückt ihn ins Tor. So, zwei Durchgänge noch, Felix. Hopp. Schieben, abkappen und wieder spielen. Hopp, schieben, abkappen, schieben, Matthews und Pause. Alles klar, sehr gut gemacht. Jungs und Mädels, wir probieren das Ganze gleich im Wettkampf. Wir spielen nochmal drei Runden hintereinander. Wir gucken aber, wer welche Runde am schnellsten geschafft hat. Alles klar? Ihr könnt euch schon mal bereit machen, Motoren schon mal starten. Felix, du auch schon mal bereit machen. Alles zum Start, bei los geht's los. Verständnisfrage kurz, also ich mache eine Runde, dann ist kurz Stopp. Also genau. Okay. Mhm. Alles klar. Wieder auf den Ball setzen? Du kannst dich hinterher wieder auf den Ball setzen. Das ist das Zeichen dafür, dass es zu Ende ist. Okay. Alles klar? Mhm. Okay, ich bin soweit. Okay, dann auf die Plätze, fertig und los. Dropkick, schieben, kappen. Schieben, anhüpfen vorbei und spielen. Sehr gut. Erster Durchgang geschafft. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr ihn geschlagen? Felix war schon ziemlich schnell unterwegs. Wir probieren es gleich nochmal. Auf die Plätze. Fertig und los. Hopp, Dropkick stoppen, schieben, kappen, schieben, vorbei, spielen und draufsetzen. Jawohl. Sehr gut. Alles klar. Und Durchgang Nummer 3. Auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. Hopp, Dropkick. Schieben, kappen, schieben. Anhüpfen vorbei und spielen. Sehr gut gemacht und geschafft. Weltklasse. Alles klar. Gut. Dann könnt ihr kurz einen Schluck trinken. Alles klar, Jungs und Mädels, wir haben es fast geschafft. Wir haben noch eine Technikübung für euch, die ich euch jetzt gleich zeigen will. Ich baue mit euch gemeinsam um. Los geht's. Wir brauchen ein Starthütchen. Ziemlich weit weg vom Türchen stellen, okay? Ein seitliches Hütchen links daneben. Die Linksfüßer können es auch dann rechts aufstellen. Und ein Hütchen für den Trick später, kurz vor dem Tor. Alles klar? So, wir brauchen den Ball. Lieber Felix, gib mir mal den Ball. Es geht hier oben los am Start. Wir wollen jetzt alle Tricks aneinander packen, ohne die Eckfahne am besten. So, wir ziehen den Ball mit dem linken Fuß zu uns, kappen mit dem rechten Fuß zurück, dribbeln, Sohle eindrehen, das kennen wir schon von vorher. Und wenn wir auf das vordere Hütchen, auf die vordere Klorolle zulaufen, Matthews vorbei und spielen. Alles klar? Alle Tricks nochmal. Alle Tricks nochmal gemeinsam. Ziehen, kappen, Sohle eindrehen und Ausfallschritt Matthews spielen. Alles klar? Nochmal in schnell. Zurück zum Start. Ziehen, kappen, Sohle eindrehen, Matthews vorbei und schießen. Viel Spaß bei der letzten Übung. Haut rein, gebt nochmal alles und zeigt, was ihr drauf habt. Los geht's. Felix, auf geht's. Oh, jetzt ein bisschen weiter nach vorne setzen. Ist kein Problem. Und Felix, du kannst beginnen. Los geht's. Ziehen. Kappen.
schöner durchlassen, Sohle eindrehen und Matthews vorbei spielen. Sehr gut gemacht. Lasst euch wieder Zeit, holt euch so viel Platz, wie es geht. Ziehen, kappen, losdribbeln, Sohle eindrehen und Matthews vorbei und spielen. Macht den Ausfallschritt vor dem Matthews noch ein bisschen größer. Wir wollen den Gegner wirklich auf die falsche Fährte locken hier. Eins, nochmal, ziehen, kappen, schieben, Sohle eindrehen und Matthews vorbei und spielen. Sehr gut gemacht. Und die nächste Runde. So, hopp, ziehen, kappen, schieben, Sohle eindrehen und vorbei. Sehr gut, jawohl, okay. Und lasst euch, wie gesagt, schön Zeit zu Hause, auch beim Üben. Wir kennen die Tricks jetzt schon, aber am besten und am wichtigsten vor allem, übt sie langsam, damit der Ablauf viel besser wird. Genau. Ziehen, durchlassen, kappen, schieben, Sohle eindrehen und Matthews vorbei, spielen. Sehr stark gemacht. Und noch zweimal, ihr auch zu Hause, mindestens 8 bis 10 Mal üben, Sohle eindrehen, hopp, Matthews vorbei und spielen. Und der letzte Durchgang. Ziehen, kappen, Sohle eindrehen und vorbei, spielen. Sehr gut gemacht, alles klar. Okay, so, ziehen, kappen, schieben, Sohle eindrehen und spielen. Alles klar, gut. Wir schauen uns das Ganze nochmal langsam an, dann trainieren wir noch ein paar Durchgänge mit dem Felix. Felix, darf ich den Ball nochmal kurz haben? Klar. Okay, also nochmal kurz die Details. Ziehen, das kann jeder. Durchlassen ist jetzt entscheidend, damit der Gegenspieler auch möglichst weit mit hier rüberkommt. Wir ziehen, lassen ihn durch und treffen ihn erst relativ spät den Ball. Ja? Je nachdem, wie fest ihr den Ball zurück habt, könnt ihr auch gleich in Sohle eindringen kommen. Versucht hier, den Ball tot zu stoppen und beim Eindrehen wieder zu beschleunigen. Der Matthews-Trick sollte so sein, dass wir einen großen Ausfallschritt nach links weg machen, um den Gegner auf eine Seite zu bringen. Nochmal die Details zum Nachmachen. Ziehen, spät kappen, beim Sohle eindrehen den Ball totstoppen, eindrehen mit Tempo, Ausfallschritt groß und dann den Zielpass nach vorne aufs Tor. Felix, du hast es gesehen? Ja. Nochmal üben, oder? Nochmal üben. 2, 3 Durchgänge, dann können wir es im Wettkampf spielen. Ziehen, kappen, hopp, Sohle eindrehen, macht den Ball schön tot und den Zielpass. Jawohl. Matthews war sehr schön mit einem großen Ausfallschritt. Also, ziehen, spät kappen, gut, spielen, Sohle, perfekt gemacht, Ausfallschritt groß vorbei und der Zielpass, alles klar. Und nochmal üben, leg dir mal den Ball ein bisschen weiter weg, genau. So, ziehen, nochmal, ziehen, kappen, schön gemacht, Sohle tot, eindrehen schnell, Matthews und spielen, alles klar, gut. Ihr habt die Details gesehen, ihr habt fleißig geübt. Alles klar? Dann schauen wir mal, dass wir den Felix nochmal ordentlich einheizen. Wettkampf. Der Wettkampf sieht folgendermaßen aus. Und letztes Runden, Mal, sehr gut. Die ihr gegen den okay. Felix spielt. Alles klar, fünf Kids, Runden, die wir ohne Pause euch jetzt ganz viel Spaß beim Üben. Schaut mal, wir kommen jetzt damit am Ende zum Ende einer Woche Feriencamp. Wenn ihr die 5 Runden daheim auf den Ball setzen, mal was völlig Hände Neues, in die Luft reißen, diese Übungen und auch so alles klar. Zu konzipieren, Felix dass ihr alles, sie zu Hause im Garten, in der Einfahrt oder auch im Wohnzimmer und üben könnt. Liebe Eltern, Felix, du bist bereit. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Dinge im Wohnzimmer kaputt auf die Plätze. Irgendwelche Gläser oder Vasen. Jungs und Mädels zu Hause, fertig. Wenn ja, und dann los geht's. Uns bitte nach. 5 Durchgänge. Wir wollten einfach Sohle in dieser doofen Matthews Zeit, in der weg, wir nicht spielen. Und wir haben können, den ersten schon den geschafft. Trotzdem die Möglichkeit super. Geben, und das los geht's. Ziehen,
zu Hause zu Kappe. Machen. Ich hoffe, Sohle eindrehen, Jungs und Mädels, es hat euch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Für uns war es ganz, ganz toll. Uns hat es mega Bock gemacht. Der nächste Durchgang. Hopp, wir hoffen, dass Kappe. Wir das nächste Camp Sohle dann alle eindrehen. Gemeinsam wieder im Matthews vorbei können. Und spielen. Uiuiui, Felix, sauber bleiben. Fußballschule. Und auf geht's. Hopp. Frohe Ostern. Ziehen. Zwei tolle Stück haben wir noch. Hopp. Sohle. Wir sehen eindrehen. Matthews vorbei. Spielen. Sehr gut alles gemacht. Gute. Und der letzte Durchgang, Felix, alles geben, ziehen, kappen, schieben, Sohle, eindrehen, vorbei und spielen. Draufsetzen, jawohl, okay, alles klar. Felix war mega schnell, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr den Felix geschlagen? Wir schauen uns das Ganze mal an. Noch einen? Schaffst du noch einen? Noch einen? Ja, ja. Ja klar, okay. Ja, okay, gut, passt. Alles klar, ich glaube, der Felix war schon ganz schön schnell. Vielleicht hat er euch geschlagen, das kann schon sein. Vielleicht habt ihr ihn aber auch geschlagen. Ich würde vorschlagen, wir machen noch eine Revanche. Zeigt dem Felix, was ihr drauf habt und los geht's. Felix, bist du soweit? Ja. Fünf Durchgänge, auf die Plätze, fertig und los. Ziehen, kappen, hopp, Sohle eindrehen und Matthews vorbei spielen. Weltklasse gemacht, jawohl. Und ziehen, kappen, Sohle eindrehen und weg geht's. Spielen, sehr gut. Und die Nummer 3. Ziehen, kappen, hopp, Sohle eindrehen und spielen. Sehr gut, Felix. Zwei Durchgänge noch, Jungs und Mädels. Gebt Gas zu Hause, schnappt euch den Felix. Eindrehen, sehr gut. Matthews vorbei, spielen, jawohl. Und der letzte Durchgang, Jungs und Mädels zu Hause, alles nochmal geben, Sohle eindrehen, Matthews vorbei, hoppala, und setz dich drauf, jawohl, okay, alles klar, geschafft, ihr zu Hause habt es auch geschafft, Felix hat es auch geschafft, ich glaube, ihr habt ihn geschlagen, weil ich glaube, dass ihr ein bisschen schneller wart, auf jeden Fall super mitgemacht, super trainiert. Jungs und Mädels, bevor es jetzt zum Ende des Camps kommt, hier noch euer vierter Special-Trick in dieser Woche. Den wollen wir jetzt gemeinsam mit euch nochmal ein bisschen durchgehen, ein bisschen üben und auf die Details eingehen. Ja? Wir schließen quasi mit dieser Hausaufgabe das Camp für diese Woche ab. Unser vierter Special-Trick heißt Neymar-Finte. Ja? Jeder kennt den brasilianischen Superstar Neymar. Für einen Trick ist er ganz bekannt. Nämlich seine schnelle Wende, die er jedes Mal auf dem Fußballplatz gegen seine Gegenspieler anwendet. Wir beschleunigen dazu den Ball mit der linken Fußsohle nach vorne und kombinieren einfach eine Schussfinte mit dem rechten Fuß dran. Rollen, Schussfinte. Ganz einfach, nochmal. Rollen, Fuß aufsetzen, Schussfinte. Kleiner Tipp, geht dabei nach dem Rollen mit dem linken Fuß schön weit nach vorne, damit ihr wieder ein Stemmbein habt, das ist ganz wichtig, um danach die Schussfinte dran zu kombinieren. Sohle nach vorne, Schussfinte. Alles klar? Gut, ihr seid dran mit Üben. Unser Felix probiert es jetzt am besten auch nochmal aus. Der hat schon gecheckt, wie es geht. Und Sohle, hopp, genau. Alles klar. Und wieder anrichten, Sohle, hopp, sehr schön gemacht. Ruhig noch ein bisschen mehr so tun, als würdest du schießen. Sehr gut. Schussbewegung. Hopp. Ja. Sohle. Hopp. Und Sohle. Hopp. Okay. Sehr gut. Und noch einen. Ja, klasse. Okay, stopp ganz kurz. Übt das einfach genau wie Felix jetzt ein paar Mal hin und her. Nehmt euch mal wieder eine kleine Pause, wenn ihr müde werdet und startet von vorne. Natürlich könnt ihr das Ganze auch mit dem anderen Fuß probieren. Sohle rechts beschleunigen, Schussfinte links. Nochmal das Ganze. Sohle beschleunigen, Schussfinte links. Genau. Nochmal. Hopp, hopp. Und gut gemacht. Hopp, hopp. Stark. Und letztes Mal. Sehr gut. Okay. Alles klar. Kids, euch jetzt ganz viel Spaß beim Üben. Wir kommen jetzt damit zum Ende einer Woche Feriencamp.
daheim, es war mal was völlig Neues, diese Übungen auch so zu konzipieren, dass ihr sie zu Hause im Garten, in der Einfahrt oder auch im Wohnzimmer üben könnt. Liebe Eltern, ich hoffe, es sind nicht zu viele Dinge im Wohnzimmer kaputt gegangen, irgendwelche Gläser oder Vasen. Wenn ja, dann seht's uns bitte nach. Wir wollten einfach jetzt in dieser doofen Zeit, in der wir gerade nicht rauskommen, können den Kindern trotzdem die Möglichkeit geben, das Feriencamp auch zu Hause zu machen. Ich hoffe, Jungs und Mädels, es hat euch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Für uns war es ganz, ganz toll. Uns hat es mega Bock gemacht. Und wir hoffen, dass wir das nächste Camp dann alle gemeinsam wieder im Freien durchführen können. Bis dahin wünschen wir, das Team der Münchner Fußballschule, euch jetzt frohe Ostern, tolle Ferien trotz allem. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder im Freien. Alles Gute und bis bald, eure Münchner Fußballschule.